Kennst du das Gefühl, wenn du durch die Straßen der Stadt läufst und die Nöte der Menschen siehst? Oder das Gefühl, wenn du Nachrichten anschaust und danach das Gefühl hast, dass die ganze Welt leidet? Verspürst du dann auch den Impuls zu helfen und fühlst dich dann trotzdem irgendwie hilflos? Mir geht das manchmal so. Heute ist der Tag der deutschen Einheit. Wir haben das vorhin schon gehört. Und dieser Tag erinnert daran, was möglich ist, wenn Menschen handeln. Was möglich ist, wenn Menschen auch dann handeln, wenn es gefährlich ist und wenn gravierende Veränderung unwahrscheinlich scheint. Und auch als Gemeinde ist es uns wichtig, dass wir nicht bei der Hilflosigkeit stehen bleiben. Und deshalb ist Handeln der dritte Punkt in unserem Herzschlag, den wir als Gemeinde haben. In unserem Visionsflyer steht dazu: Wir handeln, bringen uns positiv ein und tun den Menschen in Cuxhaven und Umgebung Gutes. Wir wünschen ihnen, dass sie selbst Jesus begegnen und erfülltes Leben entdecken. Was bringt es, wenn wir handeln? Wenn wir handeln, dürfen wir erleben, wie Gott durch uns Menschen begegnet. Wir dürfen erleben, wie wir mit Freude und mit Liebe erfüllt werden. Und diese Freude und Liebe dürfen wir an andere weitergeben. Und Jesus hat uns gezeigt, wie das geht. Und deshalb wollen wir uns mal ein Beispiel anschauen. In Johannes Kapitel 5, Vers 1 bis 15 steht folgende Geschichte. Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht hat. Was hat Jesus gemacht? Schritt 1, er hat die Not gesehen. In Vers 5 bis 6 steht: Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Die Not ist offensichtlich. Ein Krankenhaus ohne Ärzte und Ärztin oder Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen. Die einzige Hoffnung auf Heilung ist ein Teich, und auch nur dann, wenn man die erste Person ist, die in diesem Wasser ist, wenn sich das Wasser bewegt. Also keine großen Aussichten auf Heilung. Kein Wunder also, dass der Mann seit 38 Jahren vergeblich auf Heilung hofft. Und Jesus sieht die Not. Er sieht die ganzen kranken Menschen und trotzdem sieht er vor allem einen Menschen, den Mann, der seit 38 Jahren krank ist. Und er konzentriert sich auf diesen einen Mann. Und sein Auswahlkriterium ist in dieser Geschichte die Dauer seiner Krankheit. Schritt 2, anhalten. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden?
Jesus bleibt stehen. Er ist gerade auf dem Weg zu einer Party, also er hat eigentlich was richtig Cooles vor und trotzdem bleibt er stehen, um diesem kranken Mann zu begegnen. Begegnungen finden oft unterwegs statt. Dann, wenn wir in unserem Alltagsstress unterwegs sind, wenn wir unsere ganze To-Do-Liste im Kopf haben und nicht darüber nachdenken, dass wir vielleicht von Gott gebraucht werden können. Häufig dann, wenn wir keine Zeit haben, um anzuhalten. Jedenfalls geht mir das manchmal so. Bei Jesus ist das aber anders. Er bleibt stehen, er nimmt sich die Zeit, er wirft seine ganzen Pläne durcheinander, um diesem Mann zu begegnen, um ihn zu heilen. Ohne erkennbaren Hintergedanken, einfach aus Liebe. Schritt 3, Menschen in Liebe begegnen. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Jesus drängt sich nicht auf. Er bietet seine Hilfe an. Er fragt den Mann, ob er überhaupt Hilfe haben möchte. Er hilft nicht einfach. Und er nimmt sich Zeit für den Mann, ganz persönlich im 1:1, obwohl da noch so viele andere Menschen sind, die auch Hilfe bräuchten. Und die Begegnung von Jesus und dem Mann, die dauert gar nicht so lange. Genau genommen besteht sie aus einer Frage, einer Antwort und einem Auftrag. Und am Ende weiß der Mann noch nicht mal, wer ihm geholfen hat. Das können wir in Vers 12 und 13 herauslesen. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort war. Der Mann wusste noch nicht mal, wer ihm geholfen hat, aber er war wieder gesund. Schritt 4, Herzensveränderung. Das Herz ist aus Sicht der Bibel nicht nur das Gefühl. Es ist auch unsere Einstellung, unser Wille und unser Verstand. In Vers 8 steht: Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Die offensichtliche Not ist, dass der Mann krank ist, seit langer Zeit. Und eigentlich ist sein größter Wunsch, einfach nur gesund zu werden. Ihm ist nicht bewusst, dass sich sein Leben noch anders verändern könnte, wenn er sich auf Jesus einlässt. Aber Jesus kennt das Herz des Mannes. In Vers 14 steht: Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Jesus kennt das Herz des Mannes und er weiß, dass er eigentlich noch mehr braucht als körperliche Heilung. Und als Jesus dem Mann das zweite Mal begegnet, gibt er ihm die Chance auf Herzensveränderung. Jesus fordert ihn auf, nicht mehr zu sündigen. Wenn wir sündigen, dann tun wir bewusst oder unbewusst das, was Gott nicht möchte. Und damit entfernen wir uns von Gott und machen unser Leben komplizierter. Wir wissen nicht, was der Mann falsch gemacht hat, aber Jesus weiß das und deshalb fordert er ihn auf, nicht mehr zu sündigen. Jesus macht ihm keine Vorwürfe, erzählt ihm nicht auf, was er alles falsch gemacht hat, sondern er ermutigt ihn, seine Haltung und sein Verhalten zu ändern und Gott zu vertrauen. Ob der Mann das macht, wissen wir nicht, aber er bekommt die Möglichkeit und jetzt ist es seine Entscheidung. Handeln, wie Jesus gehandelt hat. Jesus fordert uns auf, es ihm gleich zu tun. In Matthäus 5, Vers 16 steht: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Frage ist nicht, ob wir einen Unterschied in der Welt machen können. Die Frage ist, ob wir einen Unterschied in der Welt machen
oder ob wir uns von unseren Sorgen und unserem Alltagsstress davon abhalten lassen. Was es bedeutet, Licht zu sein und Gottes Liebe weiterzugeben, werden wir nur dann herausfinden können, wenn wir losgehen und es ausprobieren. Schritt 5, nicht alleine. Jesus erwartet nicht, dass wir es alleine tun. Jesus sendet seine Schüler in Teams. Das können wir in Lukas 10, Vers 1 bis 3 lesen. Da steht: Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte. Und sprach zu ihnen: Die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel vor euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Jesus sendet seine Schüler in Teams. Warum macht er das? Weil durch den Umgang miteinander deutlich wird, was es bedeutet, zu glauben und Gottes Liebe weiterzugeben, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Das wird vor allem in Johannes 13, Vers 35 auf den Punkt gebracht. Da steht: Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn wir uns untereinander lieben, dann werden Menschen das wahrnehmen. Und die Gemeinde ist ein guter Ort, um diese Liebe untereinander auszuprobieren und zu trainieren. Es passiert dann, wenn wir uns wahrnehmen, wenn wir uns begrüßen, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und uns wirklich füreinander interessieren, wenn wir uns vergeben, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Es ist nicht einfach, vor allem dann, wenn wir es nicht gewohnt sind oder uns ganz automatisch einfach mit den Menschen umgeben, mit denen wir uns gerne und immer umgeben. Aber es lohnt sich, weil je mehr wir es tun, desto mehr werden Menschen sich willkommen und wohlfühlen. Als Gemeinde wollen wir aber nicht nur Liebe untereinander üben, sondern wir wollen diese Liebe nach außen weitergeben. Das bedeutet Handeln. Und das geschieht bereits immer wieder, zum Beispiel bei Pleach, unserem Bauspielplatzprojekt, wo sich immer wieder viele in der Gemeinde einbringen. Oder es passiert, wo Einzelne sich gemeinsam mit anderen engagieren, zum Beispiel bei den Formularfüchsen oder bei der Tafel. Und es würde noch viele weitere Beispiele geben. Aber es gibt bestimmt auch noch viel Potenzial, wo wir Menschen dienen können. Wohin sendet Jesus dich? Schau dir mal deinen Alltag und dein Umfeld an. Wem begegnest du? Wer ist dir wichtig? Wie kannst du diese Menschen lieben? Und es muss gar keine große Aktion sein. Manchmal hält uns vielleicht eine große Aktion davon ab, weil wir denken, es muss groß sein und viel sein und es wird anstrengend. Aber auch das Kleine kann einen großen Unterschied bewirken. Wenn wir jemandem mit wirklichem Interesse zuhören, wenn wir jemanden ermutigen oder uns einfach Zeit für jemanden nehmen. Denke nicht, dass du zu jung, zu alt oder aus irgendeinem Grund ungeeignet bist. Wenn wir in die Bibel schauen, werden wir feststellen, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Menschen, die eine Aufgabe dort haben, ungeeignet sind für diese Aufgabe. Aber gerade deshalb wirkt Gott durch diese Menschen. Gerade deshalb möchte Gott diese Menschen gebrauchen und gerade deshalb möchte Gott dich gebrauchen, um durch dich anderen seine Liebe zu zeigen. Und es ist nicht immer schön und einfach. Es bedeutet, seine Komfortzone zu verlassen, also das, was wir als angenehm empfinden, was wir immer wieder tun, was unsere Gewohnheit ist. Es bedeutet, sich bewusst auf neue Erfahrungen einzulassen. So erlebe ich das auch, wenn ich mit den Kids und Jugendlichen hier aus dem Stadtteil Zeit verbringe.
Und um euch einfach mal einen beispielhaften Einblick zu geben, was es bedeuten kann, ganz konkret zu handeln, nehme ich euch mit in diese Geschichte. Während des Lockdowns habe ich irgendwann festgestellt, dass immer wieder Kids auf diesen Hof von der Gemeinde kamen und dass sie angefangen haben, sich irgendwie gegenseitig auf den Boden zu drücken, sich zu schlagen, sich mit Steinen zu bewerfen, sich zu verletzen. Manchmal haben sie auch das Gemeindehaus beschädigt. Und es hat mir im Herzen wehgetan, diese Kinder so zu sehen und gleichzeitig im Büro zu sitzen und meine Büroaufgaben zu machen und nichts zu tun. Ich habe die Not gesehen und hatte das Bedürfnis zu helfen, aber ich saß im Büro und habe erstmal nichts getan. Und irgendwann wurde das Bedürfnis, ihnen einfach eine alternative Freizeitbeschäftigung zu zeigen, so viel stärker, dass ich angefangen habe, in Absprache mit der Gemeindeleitung mir zu überlegen, wie kann ich diesen Kids helfen. Und habe dann einen Rahmen entwickelt, in dem ich einfach Spiele angeboten habe. Und die ersten beiden Wochen, wo ich bereit war, etwas zu tun, kamen sie nicht. Ich war einfach 2 Wochen lang immer zu der mir festgelegten Zeit da und es waren keine Kinder da. Und trotzdem war ich da. Und auch in den kommenden Wochen kamen sie manchmal und manchmal nicht. Manchmal hatte ich Kinder da und wir hatten richtig viel Spaß und manchmal saß ich da und habe andere Aufgaben gemacht. Und inzwischen kommen sie regelmäßig. Die letzten Wochen saß ich nicht mehr alleine da. Die letzten Wochen hatte ich so viele Kinder da, dass ich inzwischen merke, ich brauche einfach mehr Leute, um diesen Kindern mit Liebe begegnen zu können. Und es ist trotzdem nicht immer einfach. Chaos gehört dazu. Es gibt Kinder, die kommen, um zu spielen und es gibt Kinder, die haben mehr Spaß daran, andere beim Spielen zu stören. Wir haben zum Beispiel letztens Dosenwerfen machen wollen und die Kinder wollten das unbedingt ausprobieren, weil sie das noch nie gemacht haben. Aber es hat lange gedauert, bis das ging, weil sie vorher immer die Dosen beim Aufstellen schon umgeworfen haben. Und dann geht das mit dem Dosenwerfen nicht so gut. Das ist ein Beispiel für das, was wir immer erleben. Es ist Chaos und trotzdem kommen sie. Trotzdem bringen sie ihre Freunde mit. Und trotzdem fühlen sie sich irgendwie wohl. Und das, obwohl es noch viele andere Orte in der Stadt gibt, wo sie ihre Zeit verbringen. Sie kommen immer wieder. Vielleicht, weil sie trotz dem ganzen Chaos spüren, dass sie so sein dürfen, wie sie sind und dass sie geliebt sind. Und es ist erst der Anfang und Veränderung wird viel Zeit brauchen. Aber es ist der Anfang. Und letzten Freitag ist in der Jugend etwas Spannendes passiert. Wir haben in der Andacht darüber geredet, was es bedeutet, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen und tun, was Jesus sagt. Also ungefähr so, wie ich jetzt gerade predige. Ähnliches Thema. Im Laufe des Abends kamen auf einmal 3 von den älteren Kids und Jugendlichen vorbei. Die haben das Licht gesehen, die haben mich gesehen und hatten das Bedürfnis zu kommen. Und auf einmal war die Theorie, die wir uns vorher angeschaut haben, Praxis. Auf einmal waren wir herausgefordert, zu schauen, was bedeutet es, diese Kids und Jugendlichen zu lieben. Was bedeutet es, nicht Vorurteile und vorschnelle Rückschlüsse zu schließen, sondern sie einfach Teil von unserer Gemeinschaft haben zu lassen. Und auf einmal war es eine ganz andere Dynamik und sie konnten dabei sein. Es war herausfordernd, sie sind unterschiedlich damit umgegangen, aber sie durften da sein. Vielleicht liegt dir auch das Umfeld unserer Gemeinde am Herzen. Und vielleicht bewegt es dich schon länger, aber du hast keine Ahnung, wie du konkret handeln kannst. Manchmal merke ich, dass mich Not bewegt, aber ich habe keine Ahnung, wie ich handeln kann und dann fühle ich mich hilflos und mache gar nichts. Und vielleicht liegt es daran, dass ich Projekte und Einrichtungen, die mich inspirieren, häufig so sehe, wie sie jetzt sind. Aber ich vergesse, wie sie am Anfang waren, was ihre Entstehungsgeschichte ist. Wenn Gott etwas Großes vorhat, dann beginnt es im Kleinen. Es beginnt mit Menschen, die den Mut haben, loszugehen und sich nicht davon abhalten zu lassen, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Wenn dich Not bewegt, welche Not auch immer, dann nimm dir Zeit, um anzuhalten und Menschen zu lieben.
Und vielleicht sind es erstmal einzelne Begegnungen, in denen Kontakte entstehen. Und dann sei einfach gespannt, was Gott daraus macht, welche Gelegenheiten er schenkt, was sich daraus entwickelt. Oder werde Teil von etwas, was es schon gibt. Willst du handeln, wie Jesus gehandelt hat und erleben, wie Gott durch dich Menschen verändert? Dann nimm die Not in deiner Umgebung wahr. Halte an, liebe die Menschen und gib ihnen die Chance, Herzensveränderung zu erleben, so wie Jesus es gemacht hat. Und du brauchst es nicht alleine machen. Such dir Mitstreitende, die dich unterstützen. Und dann sei gespannt, wie Gott durch dich seine Liebe zeigt. Amen. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst und ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest. Und du siehst, dass es häufig nicht einfach ist, dass es uns aus unserer Komfortzone herausholt, aus dem, was ja, wir gewohnt sind. Dass wir häufig andere Sorgen im Kopf haben, uns anderes bewegt und trotzdem forderst du uns heraus zu handeln und Licht zu sein. Und ich bete, dass du uns immer wieder den Mut dazu schenkst, loszugehen und dass wir erleben dürfen, was es bedeutet, deine Liebe weiterzugeben. Amen.